Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Hinter mir seht ihr schon das Gespann. Es ist alles fertig. Es ist schon alles fertig gepackt. Wir haben gestern sozusagen schon alles eingeladen, weil ich heute alleine losfahre. Und deswegen ist soweit alles schon fertig. Ich habe euch damit nicht mitgenommen, weil gestern war ein so stressiger, nerviger Tag, dass ich ehrlich gesagt ja nicht so Bock hatte, das auch noch alles zu filmen. Aber das ist gefühlt immer das Gleiche. Wir haben also hier im Stall gepackt, bei Mama gepackt, bei mir gepackt. Und jetzt ist soweit alles bereit. Ich muss die Nessie jetzt einmal reinholen. Bin eigentlich gut in der Zeit. Und der Kasper ist drin geblieben, weil der wäre jetzt erst rausgegangen. Und genau, ich freue mich. Ich bin aufgeregt und gespannt. Es wird ein großes Abenteuer. Da stehen sie, die Kleinen. Nessie hat bestimmt richtig Bock, wenn ich sie jetzt hole. Es möchte nicht. Es möchte lieber hier auf der Wiese bleiben. Nessie, komm. Ich konnte sie überzeugen. Ne? Ein Abenteuer mit Kasper. Das wird spannend. Gut, Schatz, alles gut. Wir sind jetzt alles gut. Alles gut. So, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt müssen wir erstmal zum Wett mit den beiden Pferden. So, hier stehe ich jetzt. Hier ist Wettcheck. Na, Kasper, du guckst. So, da sind die Stallungen. Und hier stehe ich jetzt. Musst du dich jetzt erstmal wälzen in diesem Zeug? Wir wollen noch reiten. Ist ein bisschen dramatisch, dass man jetzt trinken muss, ja. Na, ob das was wird? So, jetzt ist erstmal alles hier soweit. Geschafft. So, ich habe jetzt die Pferde soweit in Ordnung. Jetzt werde ich einmal den Anhänger sauber machen und dann Kasper reiten. So, ich habe jetzt hier mal Kopf nochmal vorbereitet. Für Nessie was zu essen, wenn der Kasper weggeht. Und ja, das ist alles sauber. Und hier steht schon alles bereit zum Reiten. Um Wege zu sparen, muss man wirklich schlau sein. Ich werde jetzt einmal mich umziehen, dann mit dem vollen Teil und dem Kram zurückgehen. Kasper mitnehmen hierher, den dann hier einmal überputzen, fertig machen und dann reiten. Kasper, du bist so brav. Ne? Richtig gut an. Kasper ist mir erstmal abgehauen beim Fertigmachen. Aber jetzt sitze ich drauf. Hab ihn gefunden. Aber die haben mir hier auch geholfen. Ich bin auch sehr happy. So, Nessie ist jetzt auch fertig. Da habe ich jetzt mal die Kamera nicht aufgestellt, in weiser Voraussicht. Und oh,
Man merkt einfach so krass, dass die halt kein junges Pferd mehr ist und das schon ein paar Mal gemacht hat. Weil die ist natürlich auch nervös und guckt sich um und so, aber die ist nicht so zappelig. Und man merkt einfach, dass die mehr in sich ruht und so. Also ja, die reite ich jetzt einmal mit dem Springsattel, weil mit der habe ich ja morgen noch einen Tag, wo ich ein bisschen rumreiten will. Deswegen mache ich jetzt heute mal noch keinen Dressursattel drauf. Bisschen fürs Gefühl. So, Nessie und ich sind fertig. Sie war also echt gut. Nur ein bisschen locker geritten. Und mir ist dabei einfach aufgefallen, es ist schon echt wichtig, dass man einen Tag vorher ankommt mit so langen Fahrten. Weil die laufen einfach echt noch so paddelig, die ersten paar Runden. So einfach, die sind noch unkoordiniert von der langen Fahrt und so. Also es ist schon gut, wenn man früh genug ankommt und dann locker reiten kann und die dann eine Nacht haben, um zu verschnaufen und nochmal zu schlafen. Also das ist wirklich wichtig, um eine gute Prüfung zu reiten. Hula. Wo ist denn der Kasper? Da ist noch nicht unseres. Nessie, hier lang. Ja? Erstmal Kasper Hallo sagen. So, jetzt gibt es hier ein schnelles Abendessen. Es ist ja einfach so, ich habe heute Morgen um 10, glaube ich, ein Berliner gegessen auf der Fahrt. Die Pferde haben jetzt schon zweimal Heu bekommen, richtig Kraftfutter vor einer Stunde und ich esse dann jetzt auch schon mal was um 8:30 oder so. Ja, immer die Pferde zuerst, aber denen geht es glaube ich gut. Ich gehe nachher noch einmal rüber, gucke, ob die genug Heu für die Nacht haben, nehme die Futterschüsseln raus, aber ansonsten sind die erstmal versorgt für heute Nacht. Und ich habe auch einen Plan für morgen gemacht, mit 6 Uhr füttern und, Viertel vor 6 vielleicht. Dann gehe ich mit denen grasen, dann flechte ich ein den Kasper und dann geht das alles so seinen Gang mit. Ich muss mich ja noch umziehen, dann muss ich ihn hier wieder herholen, dann muss ich Stollen drehen, putzen. Ja, alles, was so dazu gehört. Normalerweise ist ja Mama da und dann teilen wir uns das immer so auf und es ist total eingespielt und ja, man muss irgendwie dem anderen nichts sagen und so. Aber die hat nächste Woche ein ziemlich wichtiges Event in der Firma und deswegen hat die nicht frei bekommen für die beiden Tage. Das heißt, ich musste jetzt einmal vorfahren und ja, ist schon aufregend, wenn man so alles alleine macht, ist eine andere Nummer. Geht natürlich, aber dauert alles halt doppelt so lang. So, ich habe hier nochmal nach den Pferden geguckt, nochmal die Dinger rausgeholt und Heu gefüttert. Jetzt habt ihr nochmal Heu. Nessie habe ich noch die Maske drauf gemacht. Und ich hole jetzt noch einmal Wasser, fülle das auf. Und dann haben die auch genug. Hier ist ein bisschen Ruhe eingekehrt jetzt. Ich hoffe, dass das Licht demnächst ausgeht. Weil das wäre schon ganz gut. Es ist hier alles ganz schön chaotisch, was du hier gemacht hast. Was ist mit euch zwei? So, ich habe hier jetzt alles vorbereitet. Ich hoffe, ich habe auch an alles gedacht. Und dann drehe ich Stollen in der Box und dann geht's los. Ich bin auch schon komplett umgezogen, habe das Jackett drunter. Kann losgehen. Ich
habe ein Timing heute. Es ist 8.34 Uhr, 35 wollte ich auf dem Pferd sitzen. Er ist sehr, sehr nervös, sehr zappelig. Aber wenn man erstmal drauf sitzt, wird es wohl gehen. Ich kommentiere natürlich einmal die Prüfungen. Kaspar hatte sich dann schön abgeregt draußen auf dem Abreiteplatz und lief auch echt ganz schön. Es hat einen Moment gedauert, bis er losgelassen hat, aber eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl. Und ihr seht auch schon, wie geil der da die Mittellinie runterkommt. Richtig selbstbewusst und richtig toll. Also hatte ich ein richtig gutes Gefühl. Er kommt mir immer mal noch ein bisschen eng, daran muss ich auf jeden Fall im Winter arbeiten, dass er da die Ganasche freier macht und sie ein bisschen loslässt. Die Volte war gut, das dritte Verlängern fand ich auch gut. Ich finde das in der Aufgabe relativ schwer, dass das dritte Verlängern so super kurz ist, weil das ist ja nur von, also quasi so eine ganz kurze Diagonale. Und da hat man dann nicht so viel Zeit, das zu entwickeln. Aber ich finde, er hat sich da gut präsentiert. Dann kam Schenkelweichen. Da, ja, war so ein bisschen steif. Da hat man gesehen, die Rechtsstellung hätte mal so ein bisschen hübscher noch sein können. Dann kommt gleich das Angaloppieren. Das war aber wirklich sehr gut. Das war auch schön losgelassen. Dann kommt so eine etwas kleinerer Zirkel. Aber gut, dass man da Stollen dreht, weil auf dem Gras dann so ein kleinerer Zirkel ist schon gut, dass man da Grip hat. Jetzt kommt Galoppsprünge verlängern, das macht er ja immer sehr gut. Ich muss einfach nur aufpassen, dass er bei der Rückführung dann auch bei mir bleibt. Das war jetzt hier aber gut. Hätte ich den rechten Schenkel vielleicht noch ein bisschen dran lassen können, dass er ein bisschen gerader bleibt. Ja, das Durchparieren war so minimal gegen die Hand. Jetzt kommt wieder diese Volte, das war aber wieder gut, da hat er sich wieder schön losgelassen und ich konnte in den Volten halt eben auch schön das innere Hinterbein holen, damit man in den Verstärkungen da dann das innere Hinterbein gleich hat. War so ein bisschen schade, ich hatte überlegt, ob er jetzt äppeln wollte oder nicht, da hätte er so ein bisschen mehr vorgehen können, aber nichtsdestotrotz, das hat er brav gemacht. Jetzt einmal halten. Dann will er sich immer umgucken, so, hä, was ist denn hier los? Kein Rückwärts in der Aufgabe, genau, nur halten, aber es stand ja gut. Dann jetzt diese Schritttour. Da muss man auch sagen, der Kaspar geht einfach, auch wenn er aufgeregt ist, auch wenn er irgendwie nervös ist wegen allem drumherum, gerade in so einem Stadion und so, der geht echt immer gut Schritt. Also wenn er dann Schritt geht, dann ist er in seinem Takt und auch losgelassen und so, und dann komme ich da auch zum Schreiten. Also das ist super. Hier habe ich ein bisschen aufgenommen, weil das geht so wie so eine kleine Zickzack-Diagonale. Und der zweite Teil ist quasi nur noch Mittelschritt und nicht mehr starker Schritt. Beim Aufnehmen muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil er mir da so ein bisschen gegen die Hand geht. Aber Antraben war dann gut. Und dann kommt auch auf dieser Seite einmal das Schenkelweichen oder Viereck vergrößern. Hier ist er mir ein bisschen doll rübergewandert und war dann eben auch nicht ganz so schön in der Anlehnung. Kommt mir jetzt auch wieder so ein bisschen eng. Und jetzt kommt das Angaloppieren. Da musste ich ihn so ein bisschen doller parieren als auf der anderen Seite. Aber das war alles gut. Also insgesamt war ich wirklich sehr zufrieden mit ihm, weil er hat sich gut zusammengerissen da im Viereck und hat alles wirklich brav gemacht. Sicherlich muss die Anlehnung sich da noch verbessern. Also sowohl, dass er nicht zu eng kommt, als auch, dass er da eben sich nicht frei macht zwischendurch. Hier Tritte verlängern, wieder sehr gut, auch mit einem guten Aufnehmen danach. Ja, das Durchparieren zum Trab war so ein bisschen laufend. Das kann natürlich auch noch ein bisschen schöner. Und dann kam noch einmal Zügel aus der Hand kauen lassen. Das macht er ja auch immer sehr gut. Da zeigt er eigentlich auch immer, dass er relativ losgelassen ist. Aufnehmen daraus ist dann immer so ein bisschen hackelig, weil er sich dann natürlich in dem langen Zügel gerne mal umschaut. Und hier kommt schon das Aufmarschieren zum Ende und Halten. Ja, grüßen. Ihr habt schon im letzten Ding gesehen, dass das Halten muss ich üben, weil er da immer hinten raussteht. Aber ich war wirklich super, super zufrieden mit ihm, wie er sich da angestellt hat und wie er sich zusammengerissen hat. Und die Note war auch sehr gut. Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit ihm. Er hat sich da drin super gut verhalten und benommen. Und hinten raus wurde er so ganz bisschen zappelig. Aber ansonsten ist, wir haben alles gezeigt und die eine Richterin hat sogar gesagt, very, very nice harmony, und
so weiter. Also die war richtig begeistert. Also Note habe ich jetzt noch nicht, aber warten wir jetzt einmal drauf. Und dann kann der auch wieder zu Nessie und einmal entspannen. Jetzt nicht die Trense kaputt machen, bitte. Oh, danke. 28,8%. Zweite bislang. Wie geil ist das denn? So, Box Nummer 1 geht zumindest wieder. Kasper, es ist ein bisschen Katastrophe, was du hier gemacht hast. Für den Mittagsservice erstmal durch. Ich habe gemistet, neues Heu besorgt, Wasser zweimal aufgefüllt. Die trinken echt viel, aber das ist gut. War eine Stunde mit denen grasen und so ein bisschen Beine vertreten. Und jetzt sind sie erstmal wieder in der Box und zufrieden und haben alles. Und Mittagessen haben sie natürlich auch gekriegt. Ja. Ach, jetzt kann ich auch erstmal kurz chillen. So, fertig mit Chillen hier. Eine Runde. Folge Blacklist geguckt. Es geht tatsächlich. Hier ist echt richtig gutes Internet für ein Turnier. Aber wahrscheinlich, weil wir mitten in der Stadt sind. Ich ziehe mich jetzt einmal um. Dann werde ich einmal die Nessie reiten. Ein bisschen locker. Ein paar Sachen für morgen nochmal machen. Und ich habe mir die Aufgabe auch nochmal angeguckt. Das ist ja die 2 Sterne B. Sind wir auch schon ein paar Mal geritten, aber muss man dann einfach eben nochmal im Kopf haben. Zum Beispiel, dass wir vorne nicht links abbiegen, sondern rechts. Und dann geht es eigentlich auch gut los. Und dann habe ich genug Zeit. Ich bin heute Abend mit Luise verabredet. Die nimmt mich einmal mit hoch zum Gelände. Die geht so ungefähr, ja, kurz nach 6:30 wollen die hochfahren. Dann nimmt die mich einmal mit. Dann kann ich schon einmal so ein bisschen grob 2 Sterne angucken. Dann kommt heute Abend ja auch Mama mit dem Auto und morgen sind wir dann so ein bisschen flexibler, dass mit dem Fahren und so, genau. Aber ich will heute Abend auf jeden Fall einmal Gelände gucken, weil so viel Zeit ist am Ende gar nicht. Morgen reite ich ja um 11:15 Nessie Dressur, dann ist ab 2:30 das Springen mit Kasper, danach ist irgendwie Springen mit Nessie und ich will auf jeden Fall morgen ja beide Strecken abgehen. Sonntag ist auch nicht mehr zu viel Zeit, also morgens sicherlich nochmal für die Intro-Strecke, aber ja, so müsste sich das eigentlich ganz gut ausgehen. Es ist immer eine ewige Planung auf dem Turnier, was, wann, wie passieren muss, damit es geht. Aber heute ist schon ein recht entspannter Tag, selbst alleine. Der ist ja ganz artig, der Kasper. Ach, wir müssen dich mal einmal abwaschen. So, ich habe hier drin jetzt umgebaut, schon alles vorbereitet, wenn Mama kommt. Und draußen jetzt auch endlich mal aufgebaut. Dann kann man da nämlich schön sitzen. Wer ist denn da angekommen? Hallo, Kara und Mama. Jetzt ungefähr 6:30. Wir fahren jetzt einmal hoch zum Gelände. Wer sich gewundert hat, dass ich gestern noch nicht Gelände abgegangen bin, das ist hier nicht auf diesem Platz. Es ist eine Viertelstunde mit dem Auto weg. Das heißt, ich bin halt hier nicht weggekommen. Deswegen fahre ich jetzt, Mamas Auto ist da, also beziehungsweise mein Auto ist jetzt hier und deswegen können wir jetzt einmal Gelände abgehen. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Idee.
auf. Aufgebaut. Frühstück. Jetzt habe ich wieder den Chef Einflechter. Dabei. Kasper, bist du ein bisschen beunruhigt? Sie möchte gerne immer ein Stückchen weiter weggehen. Ich habe hier die Box versucht zu retten. Ne, Kasper? Mach das selbstständig. Ist sehr gut. Hm? Machst du mal breit? Guckst erstmal, ob Nessie noch da ist, ne? Oh ja. Sehr gut, Kasper. Das machst du toll. Ja, ich habe jetzt erstmal Kasper gemistet. Das war eine Chaosbox. Aber die Zeit rennt. Ich will ja eigentlich in 20 Minuten auf dem Pferd sitzen. Ich werde jetzt einmal mich schon mal umziehen und so. Nächste Prüfung kommentiert. So, Nessie, die musste ja 2 Tage da schon so ein bisschen dressurmäßig rumlaufen. Das liegt ihr eigentlich nicht so richtig. Deswegen hatte ich Angst, dass sie zu wackelig wird. Ich fand sie dann aber so im letzten Abreiten wirklich gut. Und sie kommt wie immer sehr, sehr gut die Mittellinie runter. Das liegt ihr ja, dass sie erstmal einen guten Eindruck macht, wenn man nicht reingaloppieren muss. Nein, genau, das war echt gut. Dann Mitteltrab, da hat sie mir ganz am Anfang so einmal, wollte sie gegen die Hand. Und dann, finde ich, habe ich das aber wirklich langsam entwickelt zwar. Da hätte natürlich kann sie mehr traben, keine Frage. Aber das hätte am Anfang, wenn ich sie da zu doll gegängelt hätte sozusagen, dann hätte das sofort Taktfehler gegeben. Und deswegen war ich froh, dass ich das noch so entwickeln konnte. Sie war natürlich so ein bisschen überm Zügel. Deswegen glaube ich nicht, also natürlich keine 9. Aber der Rest war trotzdem gut. Jetzt einmal das Viereck verkleinern. Das war auch ganz gut. Da blieb sie schön in der Anlehnung. Da hat sie einmal so ein bisschen genörgelt. Hätte ich sie auch ein bisschen mehr rechtstellen müssen. Das Hauptproblem bei ihr ist immer dieses Umstellen einmal am Anfang. Das ist bei dem ersten Viereck vergrößern, Viereck verkleinern, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall bei dem ersten Mal ist das halt ohne Umstellen. Und beim zweiten Mal ist es mit Umstellen und deswegen nörgelt sie mir da einmal rum. Jetzt kommen diese Schlanglinien im Leichttraben Zügel aus der Hand kauen lassen. Das liegt ihr gar nicht, im Gegensatz zu Kasper. Aber ich finde, da hat sie es eigentlich ganz gut gemacht. Sie hat sich ganz gut ein- oder zweimal so ein bisschen abgestreckt. Und ja, aufnehmen ist natürlich dann immer so ein bisschen Kompromissreiten. Das Angaloppieren war aber gut, gar nicht irgendwie hochgeschnickt oder so. Das fand ich wirklich gut. Dann kommt auf dem Zirkel Galoppsprünge verlängern. Muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein da auf dem Gras. Die lief auf dem Sand deutlich besser, aber das Gras war da schon so ein bisschen hart. Ich meine, auch in Kopenhagen hat es halt nicht geregnet. Und ja, dadurch lief sie da drin natürlich deutlich schlechter. Jetzt einmal diese Schlangenlinie, das macht sie aber sehr, sehr sicher. Ich finde, da bleibt sie auch super schön in der Anlehnung, zappelt gar nicht rum, ist immer schön vor mir. Da kann man gar nicht meckern. Und insgesamt finde ich auch schönes Bild so. Sie hätte so ein bisschen weniger nörgelig sein können.
sieht man auch erst auf dem Video, ja, das Angaloppieren, das habe ich mir schon gedacht. Da kann ich nicht so viel gegen machen. Ich versuche immer schön ruhig zu bleiben, aber das Angaloppieren selber ist, leider schießt sie mir da immer los, weil sie natürlich weiß, was kommt. Da hatte ich ein bisschen Probleme, in der Linksstellung zu bleiben, dass sie mir da nicht so gegen die Hand geht, in diesem Galoppsprünge verlängern. Aber ich habe sie, glaube ich, ganz gut wieder zu mir gekriegt. Jetzt kommt auch da einmal das Schlangenlinien. Und da blieb sie auch schön drin. Der Takt ist nicht 100%, aber deutlich besser als Anfang des Jahres. Das wissen die Richter natürlich nicht, aber ich weiß es. Und damit bin ich dann auch sehr happy. Hier hätte sie wieder ein bisschen mehr abkippen können. Sie ist mir so gegen Ende der Aufgabe ist mir immer so ein bisschen höher gewandert. Das ist dann immer ein bisschen schade, weil sie kann ja schöner gehen, so von der Halshaltung. Aber das war jetzt wieder gut. Gutes Durchparieren, guten Trabentwicklung. Da habe ich sie auch wieder schön vor mir. Ja, jetzt kommt Halten rückwärts. Halten war gut. Und rückwärts für ihre Verhältnisse. Ganz bisschen schief. Und ich habe versucht, nicht zu viele Tritte zu machen, weil ich hatte jetzt auch schon ein oder zweimal im Protokoll stehen, dass es zu viele Tritte waren. Deswegen habe ich das jetzt wirklich nur 3-4 Tritte gemacht. Und da musste ich ein bisschen aufpassen beim Schritt. Sie ist nämlich anders als Kaspar. Der bleibt ja immer schön in seinem Takt. Bei Nessie muss man aufpassen, dass sie weder anzackelt, noch da irgendwie einen komischen Takt entwickelt. Da wollte sie ganz am Anfang einmal, weil sie natürlich weiß, dass es eigentlich ein Mittelschritt oder sogar ein starker Schritt ist. Und ja, auch da ist das Aufnehmen so ein bisschen hakelig. Es könnte schöner sein, weil da macht sie mir natürlich einmal richtig einen Strich durch die Rechnung. Und dann habe ich gedacht, naja, trab's jetzt einfach an. Schiebst sie ein bisschen vor und dann war sie auch wieder gut da. Auch da, ne, das meine ich mit diesem aufgekröpften, da kommt sie mir einfach zu doll entgegen, da müsste sie mehr abkippen. Halten aber gut, na, tritt sie einmal zurück, blöde Kuh. Ja, halten war doch scheiße. Aber insgesamt, ja, vom Gefühl her war es noch ein bisschen besser. So, die Dressuren sind geschafft. Ich bin sehr zufrieden mit Nessie. So ein paar Kleinigkeiten, aber insgesamt fand ich, war sie richtig schön in der Anlehnung und das hat auch alles gut geklappt und ich bin auch am Reiten geblieben und so. Also ich bin mal gespannt, was es für eine Wertnote gibt. Und jetzt haben wir auch die Zeiten fürs Springen. Also heute Nachmittag ist ja erst Kaspers Springen um 2:30 und Nessies Springen ist dann 4:30. Und jetzt müssen wir einmal überlegen, ob wir jetzt nochmal abgehen, die Intro-Strecke von Kasper. Weil dann haben wir heute Abend nicht beide Strecken nochmal. Müssen wir einmal gucken, ob wir das jetzt schaffen. So, auf ein neues. Wir sind hier wieder angekommen im Gelände. Und mittlerweile gibt es auch Nessies Wertnote. Und ich bin sehr, sehr enttäuscht von den Richtern. Ja, muss ich schon sagen. Ich fand es so gut. Und bin eigentlich sehr zufrieden. Aber eine 32, also beziehungsweise 67,9%, finde ich schon deutlich zu wenig für die Runde. Aber ja, was soll's. Man kann sich darüber ärgern, aber das bringt auch nichts. Also müssen wir jetzt eine Nullrunde im Springen drehen und eine gute Geländerunde und dann gucken, was es am Ende gibt. Ein schnelles Mittagessen, weil Kaspar muss gleich springen. Oh, heute ist echt richtig durchgetaktet. Ich finde das Kaspar-Gelände wirklich schön. Ich glaube, man kann richtig geil galoppieren. Darauf freue ich mich schon sehr. Es gibt so ein paar Stellen, wo man ein bisschen aufpassen muss.
Aber es ist nicht zu technisch, es ist auch nicht zu hoch. Ich finde, zwischendurch ist das Niveau sehr unterschiedlich. Also du hast ein paar Sprünge, wo ich denke, boah, ist Cavaletti. Und dann gibt es ein paar Sprünge, die sind halt wieder deutlich dicker. Also eher so Richtung 2 Sterne. Da finde ich den Unterschied nicht so schön. Also weil die Pferde müssen sich auf was einstellen und springen nicht eine Etage höher und dann wieder tiefer. Aber ich glaube, das wird Kasper auf jeden Fall Spaß machen und liegen. Und da habe ich jetzt eigentlich keine großen Bedenken. Nessie ähnlich. Bei der muss ich einfach aufpassen bei den technischen Sachen, bei den Ecken, schmal und so. Aber ansonsten kann die hier auch richtig zum Galoppieren kommen. Boden ist sehr unterschiedlich, teilweise sehr gut, teilweise ein bisschen hart. Teilweise diese Schotterstraße, die ist natürlich sehr unschön. Ist aber nicht so oft. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Aber ja, mal gucken, was das Springen erstmal bringt. So, hier ist alles vorbereitet. Und da ist auch das Pferd, das gerne essen möchte. Kasper, du darfst jetzt nicht essen. Wir müssen jetzt gleich springen reiten. Ja? Kasper springen. Ja, das kommentiere ich euch auch einmal. Kasper war super beeindruckt von diesem Stadion. Ich habe damit gar nicht so richtig gerechnet, weil ich dachte, naja, der war da ja schon drin, als die Dressur lief. Die haben ja das Dressurviereck, wie ihr da jetzt sehen könnt, weggebaut und haben dann da den Springparcours hingestellt. Der Springparcours war auch so ein bisschen eckig dafür, dass das so ein riesiger Platz war. Und Kasper war doch sehr beeindruckt. Der fing gleich an mit richtig Galopp und ich so, oh, bleib hier. Und dann hatten wir gleich schon mal den ersten rum. Also der erste ist eigentlich immer Reiterfehler. Kasper sprang eigentlich auch ordentlich, hätte vielleicht vorne entweder ihn loslassen müssen oder vorher schon einen besseren Galopp haben können. Aber der war einfach unheimlich, ja, ich weiß nicht, das war echt anstrengend zu reiten. Das sieht man jetzt so vom Video nicht unbedingt. Aber der war so echt auf Zinne und dabei aber so ein bisschen kuckig und wollte sich aber anstrengen und bemühen und war aber einfach so ein bisschen unkoordiniert. So vom Springen her hat er das ja wirklich richtig gut gemacht. Man hat sich auch echt bemüht. Hier musste ich dann einmal richtig reiten, weil da gab es auch welche, die da gestoppt haben. Und ihr seht auch, er springt so ein bisschen verzögert. Das war einmal Kombination. Dann gleich zickzack zum nächsten. Das hat er aber auch sehr gut gemacht. Und jetzt kommt einmal so ein großer Ochser. Den hatten wir auch, ja, ich glaube, da habe ich einfach ein bisschen zu viel Druck gemacht. Die haben nämlich vor diesen blauen Pferden, die ihr jetzt seht, richtig geglotzt und sind deswegen so ein bisschen ja weiter weggegangen. Und jetzt kommt schon der letzte Sprung. Und dann, ja, super, super schade mit den beiden Fehlern. Aber einige sind da halt auch wirklich nicht hinten angekommen und alles Mögliche. Von daher war ich ganz zufrieden. Du siehst ja toll aus. Ganz großartig. So, Helmkamera ist auch klar. Alles organisiert. Weiter geht's. So, eine halbe Stunde ein bisschen gechillt und Nappy gemacht. Und jetzt ist abgehen zum Springen für Nessie. Noch einmal Konzentration. Bin nicht ganz happy mit den beiden Stangen von Kasper. Aber das Stadion ist einfach super kuckig und der hat richtig große Augen gekriegt da drin. Es sind echt auch einige ausgeschieden und so, was ja super schade ist. Weil dann darf man ja nicht mal mehr Gelände reiten. Von daher, wir sind durchgekommen, hatten halt 2 Fehler. Beide Hinterhandfehler, also das wird schon noch mit dem Kleinen. Das Abgehen ging sehr, sehr schnell, weil das ist komplett der gleiche Parcours wie bei Kasper, nur der letzte Sprung ist neu. Also da muss man noch rüber, aber ansonsten ist es das Gleiche. Jetzt einmal Nessies springen. Bei der weiß ich natürlich, dass die keine so großen Augen kriegt in so einem Stadion, weil die einfach schon viel gesehen hat. Und ja, ich habe ihr trotzdem einmal diesen Ochser gezeigt, weil es einfach super viele Fehler da gab und Probleme. Und dann haben sie geklingelt und dann ging es auch gleich los. Ich bin da auch noch einmal vorbeigeritten. Das war wie so eine Art Joker. Ja, aber sie war gut. Sie sprang draußen auch sehr gut.
Nico war tatsächlich an dem Tag auch da und hat dann noch mal kurz mir ein paar Tipps gegeben. Bei ihm springe ich ja doch nicht ganz regelmäßig, aber ab und zu. Dadurch kennt er die beiden Pferde und das war natürlich sehr praktisch. Gleich erstmal ein bisschen versucht, Rhythmus zu schaffen und Galopp mitzunehmen, weil es auch viele Zeitfehler gab. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ja, die habe ich aber schön schließen können. Jetzt zu eins kann ich natürlich gleich schon sehr dicht. Es war insgesamt kein so ganz harmonischer Parcours, aber Nessie, die reißt sich ja immer so an Bein aus, damit sie da null rüberkommt. Von daher, wir sind auch natürlich schon viel eingespielter als jetzt mit Kasper. Das wurde sehr, sehr weit über dem Ochser. Aber Nessie hat auch Spaß. Hier hat es endlich mal gepasst. Endlich mal ein passender Sprung. Wie gesagt, es ist komplett der gleiche Parcours wie bei Kasper. Sie ist natürlich auch im Galopp noch ein bisschen sicherer. Dieses Genörgel da vorne, ne, das nervt so ein bisschen. Da muss ich noch mehr durchtreiben. Hier musste ich einmal ran, weil ich wollte nicht, dass sie da so riesengroß reinkommt. Mit so einem Galoppsprung da drin ist dann ja nicht so viel Platz. Aber ihr seht, was ich meinte mit Anfang, dass es so ein bisschen unharmonisch war. Und hier hatte ich ein bisschen Schiss, dass sie, wo sie hinspringt, weil sie auch vor diesen blauen Pferden total geglotzt hat und deswegen total nach rechts ausgewichen ist. Aber auch das hat sie noch gut gemacht. Und jetzt kommen die letzten drei, da musste ich einmal wieder ran. Dieses Ran, das findet sie immer nicht so gut. Aber dadurch hat es da drin sehr gut gepasst. Und dann noch einmal wirklich schließen. Und ja, da waren wir null und eine der wenigen Nullrunden. Sehr, sehr, sehr zufrieden. So, Springen auch geschafft. Das heißt, alle Prüfungen für heute sind geschafft. Und mit dem Springen bin ich jetzt auch wirklich super zufrieden. Das war echt ganz schön Arbeit in dem Stadion. Und ich hatte auch, ja, so zweimal hat es ganz leicht geklappert. Nessie hat sich wirklich richtig angestrengt, aber ich auch. Also wir haben beide das Beste rausgeholt und konnten da jetzt einmal richtig punkten. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mich einmal umziehen und dann noch einmal durchs Gelände gehen. Zwei Sterne. Und ja, gucken wir das nochmal in Ruhe an. Und dann machen wir hier einen Plan, essen und sind dann machen einen Plan für morgen, was da alles passieren muss. So, fertig mit Abgehen. Ein sehr durchgetakteter Tag neigt sich jetzt dem Ende. Dreimal geritten, dreimal Strecke abgegangen. 20.000 Schritte später, glaube ich, oder 25.000, ich habe keine Ahnung, es waren viele. Ich bin auch echt ein bisschen fertig, aber es war auf jeden Fall ein guter Tag. Ich bin sehr happy. Und wir werden jetzt noch eine Runde grillen und es ist noch Riders Meeting, glaube ich, um 8. Gestern habe ich es ja nicht geschafft. Da werde ich auf jeden Fall einmal hingehen und dann, ja, geht's morgen weiter. Hier komme ich nach Hause sozusagen. Hier ist alles aufgeräumt und das Essen steht auf dem Tisch. Ich meine, das ist ja mal hier ein Service. Ja, nicht ganz. Den Grill habe ich noch nicht an. Ach so, das ist ja auch mein Job. Guten Morgen. Ja, wir haben auch heute einen relativ durchgetakteten Zeitplan. Wir sind mit beiden Pferden, also wir sind jetzt, haben jetzt gefüttert, waren mit den beiden ein bisschen draußen und jetzt müssen wir gleich alles zusammenpacken, weil wir ja da hochfahren müssen mit beiden. Ich glaube, es bleibt keiner hier. Es ist ein bisschen schade, dass man jetzt am Sonntag weder Strom noch Stallzelt nutzen kann und dann auch wieder die Pferde den ganzen Tag auf dem Anhänger hat, um dann noch so lange nach Hause zu fahren. Das ist echt, auch wenn ich nicht so richtig cool gelöst. Ja, aber nutzt nichts, weil ich glaube, es bleibt keiner hier, weil man nicht zwischenfahren kann zwischen den Prüfungen und nochmal holen und bringen und so. Und das Risiko gehe ich jetzt halt mal nicht ein, dass die Pferde hier alleine im Stallzelt stehen. So, Heu haben wir auch noch organisiert hier. Hier ist soweit auch alles fertig. Restliche Heu ist hier drin. Das ist auch alles hier bereit. Jetzt können wir bald los. Das Krasse, einige sind schon weg. So, jetzt sind wir hier angekommen auf unserem nächsten Areal. Es
So, ich bin bereit. Fast. Ich brauche noch meine Rückennummer und das Pferdchen ist auch schon ziemlich weit. Hier gibt es ja, wie immer im Ausland, keine richtigen Rückennummern, wie bei uns in Deutschland, sondern man hat so einen Halter. Das haben wir auch irgendwann mal gelernt. Und dann gibt es nur Zettel. Zu Kasper kommentiere ich auch einfach noch ein bisschen das Gelände. Ihr werdet auch noch die Helmkamera sehen. Da gibt es dann die ganze Strecke, weil Mama konnte natürlich nicht auf der ganzen Strecke filmen. Aber ja, jetzt wenigstens hier einmal Startbox. Der ist natürlich in der Startbox noch super entspannt. Ich gehe da immer einmal durch und dann bleibt er kurz stehen. Ja, zu eins habe ich es gar nicht so doll angelegt, das Tempo. Erstmal ruhig darüber und dann hat er auch so ein bisschen geguckt, erstmal weg von den anderen Pferden und vom Abreiteplatz und so weiter. Da ging es einmal berghoch, bergrunter. Das ist echt super, super hügelig da in Kopenhagen. Und jetzt komme ich gleich den Hügel wieder hoch. Da unten war auch Nummer 2 irgendwo. Genau. Und da komme ich. Genau, da komme ich nämlich dann schon über die 4, glaube ich. 3. Oh, ich weiß nicht ganz genau, welche Nummer. Ich glaube 3 und jetzt kommt 4AB. Da gab es echt relativ viele Probleme. Ich glaube, weil es so nah am Wald war und deswegen habe ich ihn ordentlich aufgenommen. Er hat nämlich da auch geguckt, wie ihr seht. Einmal kurz gestockt, aber gleich weiter und dann zum nächsten auch wieder weiter. Also es war schon, ich sage mal, eine Prüfung, wo ich viel arbeiten musste mit ihm, weil er schon sehr guckig war. Hier sehen wir jetzt schon Sprung 10 und 11. Oder 12 und 13, naja, auf jeden Fall den Aufsprung und dann dieses weiße Gatter. Und da konnte ich ihn einmal richtig schön galoppieren lassen. Ich war super in meinen Minutenpunkten am Anfang, nicht ganz, weil er ja noch so ein bisschen geschwommen ist. Aber dann hat er das echt, hat er immer mehr Selbstbewusstsein bekommen und ist da auch schön über die Weiden galoppiert und so. Und dann war ich auch wieder gut in meinen Punkten. Bei dem ist es ja super leicht mit diesem doch großen Galopp da wieder reinzukommen. Hier kommen jetzt diese schrägen Häuser. Oh, da war ich nicht ganz sicher, ob er das schafft, aber er hat sich ein Herz gefasst und ist beide gegangen und gesprungen und hat es einfach so toll gemacht. Ich war so, so stolz auf ihn. Und jetzt sieht man noch den letzten Sprung von einer Followerin und dann waren wir im Ziel in der Zeit ohne Hindernisfehler. Boah, war ich stolz. Ich bin sehr, 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 sehr happy mit dem Kasper. Der hat es richtig gut gemacht. War natürlich ein bisschen Arbeit, also ließ sich jetzt nicht von selbst reiten. Er hat unheimlich geguckt, gerade oben auf dem Feld. Da war es so, aber er hat sich immer wieder konzentriert auf den nächsten Sprung und so. Also da kann man überhaupt mega, mega, mega zufrieden sein, weil er ist alles gesprungen. Wir waren in der Zeit, also auch das relativ easy. Ich konnte überall wieder die Zeit gut rausholen, wo er geguckt hat und so. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr happy. Und es gibt auch genug Probleme, also ja, mal gucken, wo wir am Ende landen. Das heißt, es erstmal ein bisschen aufräumen, Kasper abpflegen. Mama ist gerade auf der Suche nach Wasser. Und dann muss ich die 2-Sterne-Strecke einmal von Nessie nochmal abgehen mit dem Fahrrad. Und dann 13.06 Uhr geht's mit der los. Tschüss, die hier so ein bisschen. Die beiden. Im Schweiß ihres Angesichts hat sie die den weiten Weg des Wassers gemacht. Und der Hund natürlich auch. Der Kasper war noch platziert. 12. Richtig, richtig cool. Erster internationaler Start, erste internationale Platzierung. Wie geil ist das? So, und jetzt muss ich mich mal schnell fertig machen. Die Nessie steht da schon. Ja, und jetzt reiten wir noch eine Runde Gelände mit Nessie. Ja, einige reiten wohl nicht, habe ich gerade eben gehört. Das verunsichert mich ein bisschen, aber ich guck mal, wie sie sich so anfühlt und kann dann immer noch aufhören. Genau, jetzt erstmal losreiten. So, letzte Prüfung des langen Wochenendes und des Mega-Abenteuers. Die Nessie im Gelände.
Auch da werdet ihr ja noch die Helmkamera sehen mit der ganzen Strecke. Ich komme hier in die Startbox, bin relativ spät erst reingegangen. Das habe ich mir jetzt ganz gut angewöhnt mit ihr, dass sie wirklich nicht so lange stehen muss und dann wird sie halt auch nicht wild. So, Sprung 1 ist natürlich ein anderer als der bei Kasper, sondern diese dicke Kiste hat sie gleich gut genommen. Hier war sie so ein bisschen schwammig tatsächlich, das kenne ich von ihr nicht. Sie galoppiert eigentlich immer sehr strich. Da unten gab es noch Sprung 2, da habe ich sie dann einmal hier auf Sprung 3 hin einmal so ein bisschen gerade gemacht, weil ihr seht das hier auch, dass sie so ein bisschen nicht genau weiß, es ist so viel Platz rechts, links, wo soll man denn jetzt hier lang? Dann habe ich gesagt, so, Nessi, wir reiten jetzt mal hier geradeaus. So, jetzt kommen wir zu Sprung 4, das ist dieser Absprung, da gab es unheimlich viele Probleme, ich glaube, weil das so im Dunkeln war. Deswegen habe ich sie sehr früh aufgenommen und dann wirklich bin ich sitzen geblieben zu dem um die Ecke, zu diesem schmalen, aber das hat auch super gut geklappt. Hier komme ich jetzt schon auf das nächste Feld und zwar ist das jetzt schon Sprung 13 ABC. Das ist sozusagen der Scharfrichter, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich mich wirklich richtig konzentrieren. Hier einmal die links offene Ecke bergab und dann eben weiter zu dem nächsten schmalen. Aber ihr seht, ich bin dran geblieben und dann geht das auch alles. Dann macht Nessi alles möglich. Aber ich muss dranbleiben und das auch wirklich wollen. Wenn ich nur so halb gar da rumreite, dann warum soll sie das dann besser machen als ich? Hier komme ich also rübergeritten über die beiden Hügel. Den habe ich mit richtig viel Schwung genommen. Der wurde groß, aber Nessi machte auch einen richtig großen Satz. Hier habe ich dann einmal echt galoppieren lassen, weil der Boden auf dem Feld auch ein bisschen besser war als auf dem ersten. Da habe ich 4 statt 5 Galoppsprünge gemacht, aber hey, dann geht's wieder ein bisschen bergab. Da muss man einfach darauf achten, dass man wirklich am Reiten bleibt. Unten dann wieder eine dicke Kiste, schön 2 Galoppsprünge gerade machen, dann da hoch diese etwas schmalere Kiste. Aber sowas, wenn das gerade aussteht, ist das alles eigentlich kein Thema. Und dann reite ich wieder durch den Wald auf die letzte Wiese und das ist der letzte Sprung und dann komme ich ins Ziel und es war einfach so, so cool. Oh, mega, mega gut. Ich bin so froh. Ich habe die ganze Zeit vorher überlegt, ob wir jetzt reiten oder nicht. Aber weil echt einige nicht geritten sind wegen dem Boden. Und dann habe ich immer hin und her überlegt. Aber es war richtig gut. Nessi hat sich echt gut angefühlt. Und ich habe ja gesagt, wenn sie irgendwie merkt, die harte Landung, wenn ich das merke, dass sie da irgendwie nicht durchzieht, dann höre ich auf. Aber sie hat so gut durchgezogen und es war einfach ein so geiles Reiten. Es war nicht so selbstverständlich wie bei anderen Prüfungen, aber ich wollte auch wirklich mal so reiten, dass ich bestimme, was wir tun. Und dass wir das wirklich, weil, ne, Anna hat das letzte Mal beim Training gesagt, du kannst so 2 Sterne reiten mit diesem locker leicht und alles lieb. Aber 3 Sterne müssen wir dann halt einmal da so ein bisschen ran und ein bisschen Kontrolle und ein bisschen mehr wollen und Biss und so. Deswegen musste ich diese 2 Sterne jetzt einmal so reiten. Es hat sich einfach perfekt angefühlt, weil es geht dann alles. Wenn du es 100% bei ihr willst, dann geht alles. Also alle Ecken, alle Schmalen, alle Kombinationen, die hat einfach mega durchgezogen. Bisschen über die Zeit. Das habe ich aber relativ früh gemerkt, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe. Aber ich wollte eben auch nicht das allerletzte rausholen bei dem Boden. Und mal gucken, wo wir jetzt am Ende landen. Aber ich bin sehr, sehr happy. So, die beiden Pferde sind jetzt hier noch am Grasen. Und ich habe einmal, Nessi hat jetzt schon Eis drauf und ich habe einmal gefragt, ob man die Platzierung vielleicht irgendwie früher machen kann, weil ich warte jetzt hier keine 3 Stunden auf die Platzierung. Nessi ist 3. geworden, also 2 Schleifen, richtig, richtig geil. 2 so International Horses hier und ja, genau, und die wollen das jetzt probieren, ob das geht vielleicht vor der nächsten Prüfung, weil dann könnten wir tatsächlich wenn das hier mit dem Eis durch ist und noch ein bisschen grasen und so, dann könnten wir alles einpacken und loskommen und vielleicht nicht mitten in der Nacht erst zu Hause ankommen. Mama muss hier das ganze Chaos wegräumen. On place number 3, Julian Barth on Baroness 3. Julian is going to get a holder from Agria and some treats for the horses. Hallo, 2 International Schleifen, wie geil ist das denn? Vor allen Dingen mega cool, dass sie jetzt noch schnell die Siegerehrung gemacht haben. Eigentlich wäre die ja viel, viel später erst gewesen, aber so können wir jetzt einfach packen und ab nach Hause. Richtig, richtig cool. So, jetzt gibt es noch Percutin.
für beide. Pferde drin. Und jetzt geht's gleich los. Alles ist weg. Geräumt. Jetzt stehen wir hier an der Fähre. Als allererste. Ah, sind wir home sweet home, hä? Beine waschen, Nessi ist schon fertig. Und jetzt darf Nessi auch in die schöne Box. Kasper ist auch gut angekommen. Ne? Hat jetzt auch erstmal gegessen. Wir haben es geschafft. Mit viel Telefonieren, Red Bull, Kaffee und allem, was dazugehört, haben wir es geschafft. Es ist jetzt kurz nach 9, aber ja, es ist auch ganz schön dunkel schon, aber ich bin sehr froh, die Pferde sind gut zu Hause angekommen. Es war eine sehr aufregende Reise. Ich weiß nicht, wie episch dieses FMA geworden ist. Ich habe sehr viel aufgenommen. Und ja, es war auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Und jetzt werde ich mich ein bisschen feiern lassen. Right off the bat, I knew I loved you. You had that sparkle in your eyes. Some kind of shimmer in your presence, unlike no other I had met. You got me spinning out of context, not really sure what I should do. This is the reason I am leaving. Tell you.